Minecraft mit Dirk Schulze 74. Hallo und guten Morgen. Wieder zu einer neuen Folge. Wie ich sehe, müssen wir erstmal wieder etwas essen. Und beim letzten Mal hatten wir ja ein Problem mit unserem Inventar und dann werden wir hier gleich mal etwas wieder ausleeren. Denn wir brauchen hier nicht alles. Als nächstes werden wir uns hier mal noch mal etwas Pilzsuppe machen. Und wie ich gerade sehe, werden wir demnächst mal wieder ein paar Pilze sammeln müssen, beziehungsweise mit Bohnenmehl hochzüchten. Denn uns gehen so langsam auch die Pilze aus. Fackeln haben wir noch genug. Die Halbsteine hier, die brauche ich eigentlich jetzt im Moment auch nicht. Die lassen wir mal hier. Was brauchen wir noch nicht? Ja, Erde. Zwei Stacks müssten eigentlich, ne, ein Stack reicht. So viel wollen wir gar nicht auffüllen. Und wir werden uns wieder an die Straßenbau weitermachen. Hier ist scheinbar über Nacht schon etwas gewachsen. Oder ich täusche mich etwas, was wahrscheinlich eher ist. Diesen Weg werden wir uns auch etwas noch ändern. Aber wir werden jetzt erstmal hier eine Anbindung an unsere Höhle bauen und ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal ein paar nochmal Treppenstufen machen. Hier liegen noch Knochen rum von der Nacht, die nehmen wir natürlich mit, denn wie man weiß, für die Pilze brauchen wir immer Bohnenmehl. So, und hier müssen wir jetzt noch mal einmal da bekommt man jetzt auch Treppenstufen zurück. Das ist ja mir auch noch neu. Hier werden wir den Rand etwas auffüllen. Ja. Dort können wir auch mal ein Dings reinsetzen. Ja. Hier ist der Eingang zur Höhle. Eine Blume. Hier müsste der Weg lang kommen. Wir hatten hier auch Gravel, Kies etc. Und da bauen wir erstmal den Weg hier noch ein Stückchen aus. Wie ich sehe, müsste ich hier eigentlich ein wenig die Steine wegnehmen. Und damit das hier etwas schöner aussieht, müsste ich das hier alles mit Gras ersetzen, beziehungsweise ja, nehmen wir die Steine hier mal weg und lassen uns nachher hier Gras rumwachsen. Wie man sieht, wir haben ja hier Gras. Müsste das eigentlich auch hier um die Ecke rumwachsen, wenn wir hier das auffüllen hier mit Erde. Zumindest so nach einer gewissen Zeit. Und hier kommt noch Gravel rein oder Kies oder ja. Ja, und damit der Weg, den würde ich sagen, legen wir hier lang. Der uns in die Höhle bringt. Natürlich bauen wir den Kies übereinander, weil es so schön ist. Und ja, da müssten wir hier denn einen Eingang bauen, damit wir in unsere Höhle reinkommen.
Hier werde ich mal auch die Steine rausnehmen. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt genug Kies habe, aber es müsste eigentlich reichen. Ja, das dauert etwas hier. Werden wir uns hier einfach mal einen schönen Weg anlegen. Der Map-Generator scheint ja das nicht zu können. Oder zumindest irgendwie noch nicht so richtig programmiert zu sein. Ja. Diese Schalter machen mich immer nervös. Die klicken immer überall. Nur weil die jetzt auf dem Tisch liegen. Und hier werden wir, damit hier keine Creeper und so weiter reinfallen, hier werden wir hier oben einfach den Zaun jetzt hier so hoch bauen. Hier vorne haben wir ja eine Zauntür drinne, das heißt, wir können hier drüben auf dieser Seite auch den Zaun zumachen. Ja, und nun haben wir unsere Höhle hier angeschlossen. Das sieht jetzt zwar noch nicht so richtig schön aus hier. Tja, ich würde sagen, das hier weg. Denn hier unten die Steine raus. Die Steine hier bis zur Treppe mit Erde ersetzen, dann kann das mit Gras zuwachsen und dann sieht das einigermaßen gut aus. Und hier werden wir auch die Steine rausnehmen. Ja, dann machen wir das hier. Ja, einen kleinen Fehler habe ich jetzt schon drin. Also, dass es so einigermaßen gut aussieht, muss das hier noch weg. Und das hier müssen wir einen Cobblestone reinsetzen. Dann sieht das so aus, als wenn das Haus hier an so einem Berghang gebaut worden ist. Ja. Hier haben wir dann einen schönen Zugang. Und da haben wir hier unsere Farm. Ich hatte mir ja hier ein paar Hoes gemacht, also ein paar Sensen. Da könnten wir ja mal das Feld abernten. Ja, diese Dings sind ja auch schwer zu treffen. Gleich mal wieder neu pflanzen. Dass das hier immer ins Wasser fällt, das gefällt mir noch nicht. Aber im Moment kann man das nicht ändern. Man könnte da Halbsteine drüber bauen. Hier müssen wir mal einen mal sensen. Wieder grün anpflanzen.
Damit diese hier nicht kaputt gelatscht werden, hatten wir ja die Zäune drumherum gebaut. Und wie man sieht, bis jetzt ist ja nichts passiert. Ist ja alles noch in Ordnung. Und da habe ich beim Hochspringen, deswegen hasse ich das mit dem Wasser, habe ich wieder etwas zerstört. Wie man sieht, es geht die Sonne unter und deswegen werden wir kurz nach Hause spazieren und schlafen gehen. Und da haben wir noch einen Zombie und eine Spinne. Die Spinne kommt gleich auf uns zu. Das sind noch Skeletten. Was kreucht hier noch so alles rum hier? Ein Creeper, den will ich nicht. Man weiß, was mit Creepern passiert. Man hat ständig Löcher im Boden. Und wir werden schlafen gehen. Gute Nacht. Und guten Tag. Guten Morgen, sagt man lieber. Ja, da brennt alles. Hier haben wir Fleisch vergessen. Ja, das können wir gar nicht mehr aufsammeln, weil wir wahrscheinlich mal wieder zu viel im Inventar haben. Dann werden wir das gleich mal wieder entleeren. Denn ich brauche jetzt einen Eimer. Das brauchen wir nicht. Den Samen können wir jetzt auch wegpacken. Den können wir stacken. Und das brauchen wir auch nicht. Die Hoe brauche ich nicht. Ja, ein Stack Cobblestone, den kann ich auch wegpacken. Den brauche ich auch im Moment nicht. Die Zäune brauche ich noch. Die Erde eventuell. Ja, und ich muss mir noch eine Zauntür machen. Denn ich habe noch etwas vor, direkt hier am Haus anzubauen. Dann kommt hier eine Zauntür dazu. Hatte ich jetzt den Eimer mitgenommen? Nein, hatte ich nicht. Den Eimer brauchen wir. Und ja, da wird jetzt hier etwas getrickst. Mit dem Eimer holen wir uns etwas Wasser. Und gießen dort etwas Wasser unter unser Haus, beziehungsweise in das Fundament rein. Wieso funktioniert das nicht? Jetzt. Und wieso ist das immer noch nicht still? Ach, ich habe den Eimer ja noch in der Hand. Das Wasser ist ja nicht ausgeschüttet worden. Jetzt haben wir das. Und dann dürfte das Wasser hier unten drunter still sein. Dann kommt hier Zaun davor. Einmal. Ja, ich brauche zwei Zauntüren, so wie ich das sehe. Ja, ich mache das mit zwei Zauntüren. Also muss ich mir noch eine holen. Und ich brauche dann auch eine Hoe. Ja, dann brauchen wir noch neue Stickies. Noch eine zweite Zauntür. Den Wassereimer können wir wieder wegpacken. Die Hose hatte ich weggepackt, die brauche ich noch mal. Und dann brauchen wir hier einen Pumpkin. Brauche ich jetzt ein oder zwei? Wir nehmen zwei. Die Pumpkins machen wir uns Samen draus. Und
wer es unschwer erraten hat, das ist jetzt unsere Pumpkin-Form. Die dürfte eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt hier zwei Zauntüren mache. Alles hier mit der Sense bearbeitet. Und dann 1, 2, 3, 4. Und hier wieder 1, 2, 3, 4. Das dürfte eigentlich als Pumpkin-Farm funktionieren. Das dauert zwar jetzt eine Weile. Und damit das hier nicht so dunkel ist, stellen wir hier ein paar Fackeln drauf. So, und dann können hier draußen wenigstens auch keine Creeper spawnen. Wir müssen hier noch ein paar Knochen rumliegen. Hier haben wir noch ein paar Skeleton ihr Leben gelassen. Da haben wir noch Lehm. Hier sind ein paar Schafe. Ja, ich glaube, wir müssen uns irgendwann jetzt hier eine Farm bauen, wo wir uns die Tiere hier alle herholen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo man die hier hinbauen kann, aber hier ist ja eigentlich genug Platz. Aber ich wollte ja hier eigentlich erstmal die Wege hier etwas besser bauen. Wo haben wir bei der Farm hier eigentlich den Eingang? Der ist jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja, hier. Dann wird das wahrscheinlich hier nicht mehr funktionieren. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Der Creeper hat das, glaube ich, weggehauen. Ja, wo machen wir denn den Eingang? Machen wir den auf diese Seite. Und ja, hier haben wir noch eine Treppenstufe. Können wir hier eine Treppenstufe vorsetzen. Und so wie es aussieht, werden wir wieder Holz brauchen. Demnächst. Ich glaube, ich habe auch noch etwas in der Truhe. Schließen wir hier ab. Und ernten diese Farm auch noch ab. Wenn wir einmal dabei sind, wird das heute einfach eine Erntefolge. Man kann hier an den Zaun, kann man richtig schön rüberschleichen, am Wasser vorbei. Aber sobald eine Zauntür im Wege ist, funktioniert das Schleichen nicht mehr. Weil, das hatte ich ja in meinem Vlog gezeigt, dass es ein paar Bugs gibt. Und jetzt habe ich gesehen, da hat einer ein Video gemacht. 55 Bugs in der 1.0 in 3 Minuten hat er gezeigt. Die meisten Bugs waren mit Redstone. Aber zum Beispiel das mit der Soundtür hat er auch gezeigt. Der Brunnen ist auch etwas unsicher, wenn man da mal reinfällt. Aber da ist man ja dann selber schuld, wenn man in den Brunnen fällt. Ja. Irgendwo müssten wir uns auch so eine Art Lagerhalle bauen. Hier könnten wir mal noch auch die Farm abernten. Wie gesagt, da wird das heute halt einfach mal eine Erntesendung. Eine Erntefolge. Hier hatten wir ja schon einiges abgeerntet. Wie man sieht, wenn was abgeerntet ist, dann muss man das auch wieder mit der Sense wieder umgraben, weil das nach einer Weile von alleine ja wieder zu Erde wird und kein Farmland. Da hatte ich kurz einen Leck.
sollte eigentlich mit meinem PC eigentlich nicht möglich sein. Aber man weiß ja nicht so, was immer so im Hintergrund für Prozesse laufen. Vielleicht hat mal wieder der Virenscanner für ein paar Sekunden abgedatet oder irgendeine Datei durchgescheckt, die jetzt Java gerade braucht. Das ist ja das Problem immer, dass die Virenscanner sich nicht drum scheren, welche Programme gerade laufen, sondern einfach mal ein Programm updaten, mal scannen. Auch wenn das Programm gerade gebraucht wird. Und dann entstehen halt solche Lecks. Hier vorne hatten wir, glaube ich, auch noch eine Farm. Wir sind hier eigentlich reich bestückt hier mit Farm. Warte ich hier die Tür hier. Hier ist sogar schon Gras reingewachsen. Früher wäre das fatal gewesen, weil auf diesen einen Stückchen Gras die Tiere gespawnt sind. Das gibt es ja nun auch nicht mehr. Tiere spawnen ja nicht mehr. Wenn ich jetzt hier alle Tiere töte, habe ich keine Tiere mehr. Wieso habe ich jetzt keine Samen mehr? Das ist doch hier schon wieder. Hatte ich wahrscheinlich gerade alle Mann in die Truhe gelegt. Aber normalerweise sollten manchmal hier auch zwei rauskommen. Und wie man sieht, die reichen ja gerade. Liegt hier noch Samen drinne? Sogar unter Wasser gibt es Gras. Das verstehe ich auch nicht. Ich denke mal, das gehört auch zu einem Bug. Und wie man sieht, geht die Sonne gerade unter. Das heißt, die Erntefolge ist auch beendet. Wir haben eine kleine Pumpkin Farm angelegt. Wie man sieht, einer ist schon fast fertig. Der könnte bald wachsen. Mit Bohnenmehl will ich gar nicht nachhelfen. So, nun schmatzen wir noch kurz vorm Essen. Und dann gehen wir schlafen. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge.